Der Clip ist der erste Teil einer zweiteiligen Zusammenfassung einer 12-tägigen Sizilien-Studienreise, durchgeführt von Studiosus Reisen München. Sammel- und Ausgangspunkt ist Castellammare del Golfo. Castellammare liegt an der Nordküste Siziliens in der Mitte zwischen Palermo und Trapani. Den Einstieg in die Studienreise bildet die antike Stadt Cecesta bzw. der nie fertiggestellte und erhalten gebliebene Hera-Tempel. Im Inneren eine Sockel und darauf die Statue der Erdmutter Demeter. Später hat man noch die Längswände Richtung Osten vorgezogen. Der engagierte, beherzte und bildhafte Reiseleitung liegt in den Händen von Herrn Joachim Straub. Das nächste Highlight ist das auf dem Berg Barbaro errichtete griechische Theater. Statt Präsentation von nackten Zahlen und trockenen Fakten erfüllt Herr Straub das Oval mit neuem Leben. In Trapani wird seit Jahrhunderten Meersalz der Verdunstung gewonnen. This is our job now for the temperature. But 50 years ago was a fair. Erici ist so wie Cecesta eine der drei größten historischen Städte der Elbe. Auch hier quält uns Herr Straub nicht mit Zahlen und historischen Fakten. Stattdessen erfahren wir viel, zum Beispiel über die Trinacria, das entsetzliche, dreibeinige Monster Siziliens. Man denkt an Esculap, die Ärzte. Zur Beruhigung gibt es bei Maria Grammatico einmaliges Mantelgebäck. Jedenfalls ein heißer Tipp für den Erici-Besucher. Ein Muss. Die Chiesa Madre ist die Hauptkirche Ericis. Das Mittelschiff wurde Mitte des 19. Jahrhunderts nach einem Einsturz im neugotischen Stil wieder errichtet. Palermo statt mir einen Halbtagesbesuch ab. Unser Bummel durch die Stadt beginnt am bzw. im Dom. Der weitere Weg führt uns unter anderem zum Mercado Ballaro, einem Straßenmarkt im ehemaligen Araberviertel, der sich über mehrere Straßenzüge hinzieht. Die Chiesa di San Cataldo ist im arabisch-normannischen Stil erbaut. Diese Landschaft, die die Hölle von Randazzo und die Schönheit der Bucht von Taormina in sich vereinigt. Die Villa Garibaldi ist eine kleine Grünanlage im Bereich der Piazza Marina. Eine weitere Spezialität Palermos ist Streetfood in allen Variationen. Das ist ein sehr schöner Fotostop. Cefalu, an den Fuß des Burgbergs angelehnt, ist eine zauberhafte, überschaubare und gepflegte Kleinstadt.
Der gewaltige dreischiffige Dom San Salvatore mit arabisch-byzantinischen normannischen Stilelementen und herrlichen Mosaiken beherrscht die Stadt. Diese achtblättrige kosmische Rose zeigt uns die acht mittelalterlichen Himmelsrichtungen und gleichzeitig ist die Zahl 8 in der Fundamentalsymbolik des Mittelalters die Zahl für die Vollendung und Perfektion. Dieser öffentliche Waschplatz stammt noch aus arabischer Zeit. Ein natürlicher Wasserlauf speist die Becken. Bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts wurde der Waschplatz von der Stadtbevölkerung frequentiert. Der Aufstieg auf den Burgberg über viele, viele teils in den Fels gehauene Stufen ist beschwerlich. Nach vielem Schnaufen beim Diana-Tempel aus dem 5. vorchristlichen Jahrhundert angekommen, bietet sich dafür ein herrlicher Blick über die Stadt Cefalù. Bei der Fahrt von Cefalù zum Tal der Tempel in Agrigent durchqueren wir die Insel von Nord nach Süd. Beim Besuch einzelner Tempel erfahren wir viel über die Geschichte Siziliens. Vom Ionischen Meer zum Tyrrhenischen Meer haben sie allmählich gesamt Sizilien besiedelt, die Griechen, dieses imperiale Völkchen. Auf dem Weg zum Concordia-Tempel gehen wir an Resten der alten, aus den Felsen geschlagenen Stadtmauer vorbei mit zahlreichen Grabstellen. Auf dem weiteren Weg zum grünen Feld des Zeus-Tempels passieren wir ein frühchristliches Gräberfeld, andere Besucher und die aufgerichteten Säulen des Herakles-Tempels. Auch im Ruinenfeld des Zeus-Tempels locker verständlich und bildhaft vorgebrachte Infos von Seiten des Heißenleiters. Die Gruben 8,20 Meter, das heißt die Gebälkquader waren 8,20 Meter lang, gewaltig. Dann zwischen den einzelnen Halbsäulen auf dem letzten. Den Abschluss bildet ein kurzer Besuch im Museo Archeologico Regionale. Wenn dir der Clip gefallen hat, teile ihn mit Freunden. Weitere Reiseschilderungen findest du auf meiner Playlist Reisevideos Klipowski.